So, wir machen jetzt nochmal ganz, ganz kurzes Selbstgespräch. Das geht immer um die Fragen, die auftauchen. Und ich kann dann immer wieder bloß sagen, wenn du präsent bist, es geht nicht, was richtig und verkehrt ist. Die Fragen, die du stellst als Geist, beziehen sich immer meistens auf Kategorie 1 und Kategorie 2. Und die Antworten sind zwangsläufig, führen dich in eine Sackgasse. Nochmal, Kategorie 1 ist jegliche Frage, wo du irgendwas Spezielles, Raumzeitliches wissen willst. Wo war das? Wann ist der geboren und so weiter und so fort. Kategorie 2 erfordert immer von mehreren, zwei oder mehreren Möglichkeiten, dass du nur eine Antwort haben willst. Die einfachste Form ist, wenn du fragst, ist es richtig oder verkehrt. Und die Fragen der Kategorie 3 beantworten sich von selbst. Da sind wir zigfach darauf eingegangen, die Frage, warum ist das jetzt? Und da ist die erste Antwort, weil ich das jetzt denke, weil ich das träume. Und jetzt tue ich dir ganz kurz mal einen Bildschirm übertragen. Warte mal einen kleinen Moment. Das war hier im Chat. Jetzt haben wir es. Es geht um diese Fragen hier, wo der Matten stellt. Was sind Tiere und Pflanzen in Bezug zum unsterblichen Geist, nicht existierenden Geist? Schlichtweg und einfach Gedankenwellen. Vergängliche Erscheinungen. An ausgedachten Tieren wie Hunden, Vögeln und so weiter kann ich Wahrnehmungsorgane erkennen. Warum? Weil du dir das jetzt denkst. Bist du dabei? Jedenfalls interpretiere ich das mit meinem Programm so. Und obwohl ich weiß, dass das ausgedachte Auge nicht sieht und so weiter und so weiter, das kann man sich jetzt durchlesen. Man kann das also das ganze Spiel abkürzen. Da gehe ich jetzt wieder zurück. Das sind also Fragen, die ich immer und immer wieder gestellt bekomme. Und ich sage, da ist das Wesentliche überhaupt nicht verstanden. Der erste Satz, es wird für dich immer so sein, wie du im tiefsten Innern glaubst, dass es ist. Darum führen dich zum Beispiel Wünsche überhaupt nicht weiter, weil ein Wunsch, der in dir auftaucht, und immer dran denken, als träumender Geist, kannst du dir überhaupt nicht raussuchen, was du träumst. Du kannst dich verändern, indem du der wirst, der den Traum beobachtet. Dann musst du dich aber gelöst haben davon, dich mit einer Figur zu verwechseln, dann löst du dich zwangsläufig von deinem blauen Ich. Dann beobachtest du dieses Konstrukt Werte- und Interpretationsprogramm. Und die Frage, was richtig oder verkehrt ist oder wie was ist, erwartet immer eine einseitige Antwort. Dich sollte aber das heilige Ganze interessieren, dieses Dual, wo kommt das Ganze her? Wo entspringt es? Es entspringt aus meinem tiefsten Inneren, als Gedankenwelle. Und dann wirst du feststellen, dass sich die Fragen in Luft auflösen. Das heißt, es geht nicht mehr darum, was richtig und verkehrt ist, sondern was ist jetzt? Und du kannst dann beobachten, dass das, was jetzt ist, sich ständig verändert. Das ist die 200 Gramm rote Gnede, die sich umformt. Und jeder Moment entsteht in dem Moment, wo er in dir auftaucht.